Jo, liebe Leute, Theo hier mit einer neuen Super Mario Odyssey News. Ja, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal aussprechen kann. Und zwar hat gerade ganz spontan Nintendo eine Direct Mini rausgehauen zu ein paar Spielen, die jetzt im Frühjahr kommen. Und da und drunter war auch Dark Souls 1 Remastered, Leute, was mich komplett umgehauen hat. Das ist das Spiel, worauf ich mich am meisten freue. Wirklich, Dark Souls war ja sowieso eins meiner Favoriten. Habt ihr ja in meiner Top 10 Liste 2017 gesehen. Aber Leute, auch Super Mario Odyssey kriegt noch ein Update. Und es kommt sogar noch diesen Februar, also in ein paar Tagen ist es schon soweit. Und es ist umsonst. Das ist das Beste an der ganzen Sache. Und mit diesem Update kommt denn endlich unser geliebter Luigi auch ins Geschehen. Alle haben sich gefragt, wo ist er? Kann man ihn freischalten? Bis jetzt konnte man nur sein Outfit freischalten, aber mit diesem Update kommt er in jedes Königreich mit einem kleinen Minispiel, das sich Balloon World schimpft, Leute. Und man sieht auch, dass Luigi so ein bisschen über dem Boden fast schon schwebt, weil er halt Luftballons hinten hat. Und das ist ein Competitive Online Ranked System mit diesen Ballons. Und zwar gibt es zwei Spielmodi. Einmal habt ihr 30 Sekunden, wo ihr einen Ballon verstecken könnt. Dafür müsst ihr natürlich die Welt richtig gut kennen, die Königreiche. Und in dem anderen Spielmodus habt ihr 30 Sekunden, um so viele Ballons wie möglich zu finden. Und es kommt immer darauf an, wie gut ihr seid, steigt ihr dann auch richtig online auf in einem richtigen Ranked-System, also in einer richtigen Rangliste. Und ich finde, das ist eine richtig geile Idee, dass es Multiplayer-technisch nochmal global auch richtig interessant wird, noch weiter zu spielen. Also, dass man richtig mehr Spielwert hat, jetzt sozusagen noch seinen Rang zu verbessern in Super Mario Odyssey. Eine Frage stelle ich mir nur gerade, wo ich immer die Glitches mache, kann man die Ballons eventuell sogar out of map verstecken? Weil ich kenne so gut wie auf jeder Map jetzt irgendwie einen Out-of-Bounds-Glitch. Weil dann wird es schon manchmal schwer, glaube ich, einen oder anderen Ballon zu finden. Außerdem kommen mit dem Update auch drei neue Outfits. Einmal der Musikerhut Outfit, das Sunshine-Outfit, wo er richtig Shine-Sprites auf dem Hemd hat, mit Sonnenbrille und einmal das Dark Souls-Outfit, Ritterhelm mit der Ritterrüstung, das kommt auch dazu. Und das alles umsonst, Leute, im Februar und ich werde das auf jeden Fall streamen, diese Ballon-World, Ballon-Welt oder wie sie auch auf Deutsch nennen werden dann. Außerdem kommen noch kleine neue Filter raus für den Snapshot-Mode. Ja, Leute, ich bin gehypt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Endlich kommt unser Luigi, es ist nicht mehr so ein Mysterium, wo ist er hin, weil er ist ja da, das ist ja die große Welt von Mario, Pilzkönigreich ist da, aber er war nie da, jetzt ist er da, mit einem neuen Spielmodus. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.